weil jedem, dem so eine Maske vors Gesicht gebunden wird, diese Maske verursacht einen Atemwiderstand. So, und um das zu rechtfertigen, muss eine ärztliche Untersuchung stattfinden, so, die bescheinigt oder sagen kann, dass ein Kind oder eine Person so etwas tragen kann. So, und das findet nicht statt. Das ist im Arbeitsschutzgesetz geregelt und es wird missachtet. Es passiert nicht. So, aber wie es so ist, die Kompetenzen werden hin und her geschoben. Er sagt, er ist nicht verantwortlich dafür. Letztendlich, weiß ich nicht, sind wir nicht weiter wie vorher. Da ist er verantwortlich. Also man muss dazu sagen, persönlich. Persönlich, also menschlich, war das ein sehr angenehmes Gespräch, aber auf behördlicher Ebene hat es nichts gebracht. Also wir hatten natürlich auch mehr Themen, wie zum Beispiel, dass die Arbeitsschutzverordnung auch vorsieht, dass überwiegend 20 Grad nicht unterschritten werden dürfen bei sitzenden Tätigkeiten. Das trifft auch auf Schulen zu, nach SGB 7, Paragraph, ich glaube 21 war es. Auch da gibt es keine zufriedenstellenden Konzepte, sprich die Regierung boxt hier Verordnungen durch, die massiv gegen geltendes Recht verstoßen und keiner fühlt sich verantwortlich, dass man da mit Augenmaß, sage ich mal, vernünftige Lösungen findet und jeder schiebt die Verantwortlichkeit zum nächsten rüber. Das ist aber seine Unterstützung. Entschuldigung, ich meine, er kann ja weiterschieben und trotzdem auf unserer Seite sein und uns helfen und nicht im Stich lassen. Das ist sein Job. Ich hatte das Gefühl, dass er schon viele unserer Belange sehr gut nachvollziehen kann, aber er konnte sich nicht dazu durchringen, uns seine Unterstützung zu versprechen. Dann gehen wir hier aber weg. Er ist aber schon bereit, wenn man in der Schule anfragt, ob die nicht einen Amtsarzt kommen lassen kann, ob jedes Kind überhaupt taubig ist. Ja, der Wille ist gar nicht da. Bei unter 20 Grad brauchen wir auch kein Haus, kein Arzt. Die Zimmer sind zu kalt. Ja. Außer finde ich, dieses Ding ist ethisch überhaupt nicht verantwortbar. Ja. Versuchen Sie mal irgendwo eine medizinische Studie bei einer Ethikkommission durchzuwinken, die eine Studie genehmigt an Kindern mit solchen Dingern. Es wird nicht funktionieren. Keine Ethikkommission wird das genehmigen. So, und hier wird verordnet, dass Kinder diese Dinger vorm Gesicht tragen. Fünf bis sechs Stunden lang. Das geht ja sogar weiter. Also wenn ich jetzt einen Angestellten habe und der Maske tragen muss, dann bin ich gesetzlich dazu verpflichtet, dass der nach zwei Stunden Maske tragen mindestens eine halbe Stunde Pause macht. Ja. Und das gilt für unsere Kinder jetzt auf einmal nicht. Also das geht so nicht. Die sind ja eigentlich noch viel vulnerabler. Wir brauchen eher mehr Pausen. Also das passt alles hinten und vorne nicht, was die Regierung hier von oben durchdrückt. Und ich verstehe da auch den Herrn Biersack irgendwo, weil der kriegt ja den Druck auch von oben und jetzt uns von unten und der ist in der Mitte zwischen den Stühlen und ich glaube nicht, dass ich das gut anfühle. Da tut er mir eigentlich schon auch leid, muss ich sagen. Ja. Aber nichtsdestotrotz ist er hier der verantwortliche Beamte. Er kann ja remonstrieren. Habt ihr ihn darauf aufmerksam gemacht? Ja. Er ist Beamter. Ja. Aber wie gesagt, also wir sind hier an einem Punkt, wo schon zwar Gesprächsbereitschaft da ist, aber man wird an der Stelle nicht weiterkommen. Das muss man so sagen. Das okay. Ist auch wenn er für viele unserer Punkte schon Verständnis hat und offen ist, aber am Ende des Tages wird es nichts bringen. Sieht die Schulpflicht aus, hat er dazu was gesagt? Sind wir verpflichtet, Kinder in eine Institution zu schicken, die sich lang kann? Grundsätzlich ja. Dann werden sie, wenn sie keinen Attest haben und nicht mehr in der Grundschule sind, sprich ab der 5. Klasse heimgeschickt. Wenn das natürlich wiederholt passiert, könnte ich mir vorstellen, dass es rechtliche Probleme gibt. Und bei den Grundschülern besteht die Pflicht der Schule, dass sie die weiterhin in Obhut nehmen. Aber was dann da im Detail die Schule entscheidet, konnte er jetzt auch nicht sagen. Aber die Grundschüler dürfen nicht heimgeschickt werden, auch wenn sie keine Maske haben. Das ist. Das heißt aber nicht, dass sie am Unterricht teilnehmen. Vielleicht werden die dann in die. Genau. Kantine oder sonst wo hinzählen. Was machen wir die Kinder mit der Moneta ausstatten? Und die müssen die Lehrer darauf hinweisen, es ist unter 19 Grad, wir haben die Schule einzustellen. Der Lehrer muss sich dann halten, weil sonst tut er seiner pädagogischen Pflicht. Außerdem, was noch arbeitsschutzrechtlich relevant ist, diese Dinger müssen von der Schule gestellt werden. Ja. So, nicht,
Nicht wir sind dafür verantwortlich. Kennt ihr euch mit den Schreiben auf? Die Haftungsübernahme für die Lehrer, für die Schuldirektoren, von den Klagepaten und Eltern stehen auf? Ja, also, vielleicht da noch was dazu sagen, wer es noch nicht weiß. Also ich habe, es gibt, von Klagepaten gibt es eine Haftungsübernahme, die man an die Schulen schicken kann. Ich habe das, oder an die Schuldirektorin, ich habe das zwar schon mehrfach gemacht, und, aber es ist immer auf Ablehnung gestoßen, beziehungsweise der Schuldirektor an der Schule meiner Tochter hat gesagt, er leitet das weiter und er sieht sich außer Verantwortung. Also, ja, ich weiß. Ja. Und wenn Sie es nicht wollen, dann sollte man den Stempel von der Schule drauf bekommen, dass Sie es zur Kenntnis genommen haben. Okay. Dann sind Sie zumindest ein Stück weit aus der Haftung, weil Sie haben es zur Kenntnis genommen und haben die Haftung halt weitergegeben an die nächsthöhere Instanz. Aber dann sind wir ja schon, hier. Also, ja. Für die nächste Instanz, wo man sich beschweren sollte oder wo man das quasi in die Regierung tragen könnte, über die Frau Kaniba, weil die ja auch Mitglied des Bayerischen Landtags ist. Und seines Erachtens wäre das die richtige Ansprechpartnerin, um uns hier als Bevölkerung von dem Landkreis, den sie auch repräsentiert, Gehör in der Regierung zu verschaffen. Mhm. Das war so seine Anregung. Okay. Ich weiß nicht, also man kann bestimmt auch beim beim Gesundheitsamt nochmal einen Termin vereinbaren, weil dann geht es ja auch noch um andere Sachen. Also um die Plausibilität des ganzen Unterfangens, was hier stattfindet. Und das wäre, glaube ich, der nächste Schritt, an die Basis des ganzen Übels zu gehen. Ja. Achtung, ein Stück zurück bitte. Der Schulträger verantwortlich. Wenn das staatliche Schulen sind, weiß ich nicht, wer dafür verantwortlich ist. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das der konkrete Lehrer ist oder der Schulleiter, aber einer von den beiden müsste es sein. Also nicht Wissen schützt vor Strafe nicht. Wenn die nicht aufgeklärt sind und es passiert den Kindern was im Unterricht, ist immer der Klassenlehrer zuerst zuständig und danach der Schuldirektor. Auch wenn sie es nicht wissen. Ja, aber lasst euch das bestätigen. Probiert es. Gebt jedem die Haftungserklärung. Lasst euch bestätigen, dass sie es zur Kenntnis genommen haben, wenn sie nicht unterschreiben wollen. Ist ja okay. Man kann die ja nicht dazu zwingen. Ja, genau. Aber lasst euch bestätigen, dass sie es gelesen haben. Ja. Einfach nur ein Schulstempel drauf und das Datum und zur Kenntnis genommen, Unterschrift. Genau. Und ja. Gute Möglichkeit, finde ich. Wollen wir das auch noch verweigern? Sollen wir das aufnehmen oder sind wir mit Kamera oder in Business? Naja, gut, es wäre mal der erste Schritt. Ja. Jetzt, ihr könnt auch eine E-Mail schreiben mit Empfangsbestätigung oder ein Einschreiben per Rückschein geht auch. Einschreiben mit Rückschein, dann haben sie es erhalten. Das wäre zur Not natürlich auch. Und dann geht es natürlich an die nächste Instanz. Also wenn die sagen, okay, wir übernehmen die Haftung nicht für die Kinder im Unterricht, dann müssen wir natürlich dann an die Frau Kaniba, an den Herr Biersack und so weiter schreiben und dann müssen die Haftung übernehmen. Das werden sie auch nicht machen. Dann geht es wieder in die nächste höchste Instanz und die werden natürlich genau das Gleiche sagen. Das heißt, im Endeffekt wird da nie irgendjemand eine Haftung dafür übernehmen. Aber diesen Missstand aufzuzeigen, darum geht es ja. Das, was beschlossen wird von der Politik, wo aber im Ernstfall keiner dafür gerade steht. Und das kann es halt nicht sein. Corona-Zeile noch reinmachen, wenn die Kinder jetzt Wunden entzündet oder wie immer haben, das wird ja jetzt alles für Corona verkauft. Genau, wir kommen jetzt in die Grippezeit. Der Papst das nicht angehalten.
Es ja. gibt ja keine anderen Krankheiten mehr. Genau. Es muss auch allen klar sein, also die jetzt definierten Inzidenzwerte, die werden natürlich so sein, dass wir jetzt bis April nicht mehr unter diese 35 Grad sind. Ist jedes Jahr so. Seit Jahrzehnten schon haben wir immer Grippewellen im Winter. Mal mehr, mal weniger. Dementsprechend ist ja die Frage aktuell nur, haben wir Präsenzunterricht jetzt oder geht es nie wieder ins Homeschooling oder wechselt das immer hin und her oder keine Ahnung, was sich die Politik noch ausdenkt, aber in die Richtung geht es halt aktuell. Und da wäre es wahrscheinlich schon wichtig, den Regierenden zu spüren zu geben, dass große Teile der Elternschaft in Deutschland das nicht so gut findet. Ja, richtig. Also bitte auf jeden Fall natürlich friedlich und eine Sammelklage wäre vielleicht auch eine tolle Sache, weil ich glaube nicht, dass alles vor Gericht Bestand hätte. Aber nein, ich bin auch nur ein einfacher Bürger hier und habe auch keine Ahnung und war noch nie vor Gericht. Und für mich ist das alles neu. Die Klage gegen die Maskenpflicht, die ganz am Anfang mal im Prozess eingereicht haben, die ist noch nicht raus. Die haben sie jetzt nochmal umformuliert, weil jetzt die Verfügung wieder andere ist. Aber die sollte jetzt diese oder nächste Woche entschieden werden. Das ist noch nicht vom Tisch. Okay. Und das ist ja dann auch erst die erste Instanz. Ja. Wenn das bleibt, das neue Pandemieschutzgesetz durch ist, dann werden uns jetzt gleich die Hände. Ja, aber nichtsdestotrotz haben wir noch ein Grundgesetz, wo es auch immer um Verhältnismäßigkeit geht. Und es ist ja nicht so, selbst wenn das haarsträubende Pandemiegesetz durchgeht, gibt es immer noch das Grundgesetz, das dem gegenübersteht, wo Richter zumindest sagen können, so nicht, liebe Politik. Ob sie es dann tun, ist natürlich anders. Wenn der Wille da ist, ja. Also und da ist eben wieder die Bevölkerung basisdemokratisch gefragt. Es hat sich die letzten Jahrzehnte und Jahrhunderte eigentlich immer wieder gezeigt, wenn aus der Bevölkerung genug Unmut kommt, tun sich die Gesetzgeber schwer, die Gesetze auch durchzudrücken. Ja. Also das darf man nicht unterschätzen. Ja, cool. Ja. Deswegen wäre es eigentlich auch wichtig, dass wir immer mehr werden. Also dass auch andere Eltern motiviert werden, das nächste Mal mehr hier stehen. Und das kann jeder tun, wie er sich wohlfühlt. Das kann ein Brief sein, das kann ein Anruf sein, das kann auf einer Kundgebung sein. Da jeder, also muss sich jeder überlegen, was er sich selber zutraut, wie wichtig ihm auch das Thema ist. Und das muss jeder für sich selbst und für seine Kinder entscheiden. Ja, die Frage ist natürlich, wo sind tatsächlich die richtigen Ansprechpartner? Trifft man sich wieder hier? Oder ich meine, die Frau Kaniba ist natürlich nicht greifbar. Ja. Weil, ich meine. Ja, ich glaube, das nächste wäre wirklich das Gesundheitsamt, dort einen Termin auszumachen und über grundsätzliche Dinge zu sprechen, die Inzidenzzahlen betreffen. So, und da sage ich eindeutig, PCR-Test widerspricht jeglichen Gesetzesnormen. Mhm. Außerdem ist das sogar schon fest drinnen, dass man für Kinder ist das ja nicht so eine Gefahr. Die Kinder, die verkraften dann ganz gut. Ja, natürlich, das ist andere. Kinder sind keins, das kam schon aus höchsten Regierungskreisen, wo gesagt wurde, dass Kinder unter 10 Jahren keine Treiber der Pandemie sind. Genau. Ja, natürlich. Das sind Einzelfälle und bei einer Erkältungskrankheit kann man Einzelfälle nicht vermeiden. Und deshalb jetzt, also gerade in den Grundschulen, ist es wirklich total absurd, was passiert. Das ist für Kinder, das ist, kann man nicht nachvollziehen. Ja, wenn man es genau nimmt, ist es eine Misshandlung Schutzbefohlener. Ist das auch? Ja? Und da gibt es ein Strafgesetzbuch, Paragraphen 225, der das unter Strafe stellt. Ja. Wenn ich das mit meinem Kind machen würde, wäre ich schon im Gericht. Ja, natürlich. Ja, das ist da. Aber schulden dürfen es. Ja. Also da kann ich nur sagen, jeder teilt eure Sorgen mit zuständigen Behörden, schreibt die Frau Kaniba an, schreibt von mir aus an Herrn Söder an. Meldet euch bei euren Schulleitern, bei euren Lehrern. Ich meine, das sind alles nur Menschen. Vielleicht kann man mit dem Lehrer reden, hey, könnt ihr nicht mit Augenmaß lüften oder könnt ihr vielleicht zwischendurch die Maske mal ein paar Minuten unter die Nase ziehen. Also das sind ja auch schon Kleinigkeiten, die einfach schon ein bisschen Entlastung bringen können. Das sind auch alles nur Menschen. Die meisten haben selber Kinder, die kennen unsere Nöte, die können die ganz gut nachvollziehen. Seid freundlich und versucht einfach irgendwie vernünftige Lösungen zu finden, sodass es für euch und eure Kinder in Ordnung ist. Weil das Thema, das wird uns die nächste Zeit begleiten, das wird es nicht, ob durch ein Gericht urteilen, in 2 Wochen wird sich alles im Wohlgefallen aufmischen. Vielleicht ist es möglich, ein Schreiben aufzustellen, wo man da unterschreibt. Da gibt es ja diese Möglichkeit, wo man eben mehr Unterschriften irgendwie unterschreiben. Ja, wir dass man zumindest das macht. Man könnte ein Schreiben aufsetzen, wo alle Eltern, zumindest wenn wir uns treffen, jeder unterschreiben will, natürlich freiwillig, und dann könnte man sammeln von immer mal wieder, und wenn man dann, sag ich mal, 150 oder 200 oder 300 Unterschriften hat. Das ist eine gute Idee, finde ich. Ja. Wir können ja
schauen, wer von uns irgendwie einen Laden hat oder was. Weil wir zum Beispiel im Kind Chamäleon können wir das gerne als Liste dann auslegen und wir lassen die Leute unterschreiben, dass man nicht immer alle auf einen Punkt herbringt, sondern dass die Comics dann mehr Zeit haben. Genau. Gibt es bestimmt im Freelancing auch jemanden. Ja, dass man was online gestaltet, wo jeder unterschreiben kann eben. Und dass man die Unterschriften, die wir vor Ort sammeln, dann noch dazufügen irgendwie. Das gibt's. Ich bin ja auch nicht so firm, was die Technik angeht, aber das geht bestimmt. Ich meine, bei den Online-Petitionen funktioniert es ja auch, dass ich eben online unterschreiben kann. Da haben wir ja für Autobahnen und so weiter Unterschriften gesammelt. Ja, genau. Und für unsere Kinder Unterschriften gesammelt. Ja. Und viele sind vielleicht auch eher bereit, so mal ihre Unterschrift darunter zu setzen und einen guten Text, wie jetzt irgendwo persönlich zu erscheinen, weil es ist ja kein Zeitaufwand, mal kurz zu unterschreiben. Ja. Okay. Auch da muss man natürlich nüchtern bleiben. Also wir haben ja auch damals, als der Lockdown beschlossen wurde, an den Landrat Kern einen Brief geschrieben, im Namen von damals waren es 1800 Leuten. Okay. Da kam dann nach drei Wochen, also jetzt gerade am Samstag, kam die Antwort, dass der Lockdown schon längst durch war. Viel mehr als warme Worte und politische Phrasen waren es leider auch nicht. Also immerhin hat er sich die Zeit genommen, aber im Endeffekt hat es auch nichts gebracht. Also muss man auch nüchtern sagen, ich vermute mal, der größte Hebel ist schon, mit den Lehrern und den Schulleitern freundlich und sachlich zu reden und versuchen, ein bisschen Erleichterung zu schaffen, jetzt kurzfristig. Weil direkt jetzt zu erwarten, dass der große Wurf passiert, das ist, glaube ich, nicht realistisch. Aber vielleicht kann man eben, wenn man einen netten Lehrer hat oder einen netten Schulleiter, da zumindest ein bisschen kleinere Stellschrauben verdrehen, dass es für die Kinder wieder etwas weniger unangenehm wird. Ja. Ja, sind nicht die besten Nachrichten, ich weiß, aber. Das heißt, Mystik, die haben auch Angst, weil sie sich halt vielleicht nicht mehr auf. Das ist bei meiner Tochter, das sind in der Realschule die Lehrer wirklich alle super. Ja. Und aber am einen Lehrer, den hat sie Gott sei Dank 2 Stunden die Woche, da mussten die schon ohne Masken. Mal kurz, sie möchte was sagen. Da habe ich kurz ergänzt, also ich bin Referentin und Stadträtin für die Weiße Halle für die Grundschule und für die Mittelschule. Und war jetzt besonders im Austausch mit den Schulleitungen. Und die sind einfach an ihren Grenzen, ja? Die bekommen jeden Tag eine E-Mail mit einer neuen Anweisung. Die haben alle, also der eine hat ja mehr Angst vor Corona, der andere weniger. Da sind natürlich auch Lehrer dabei, die sich verbessert sind. Und die würden sich wirklich bemühen. Wenn jetzt da viele Eltern hingehen und sagen, zum Beispiel jetzt Christopher Ager oder so, wir hätten gern das und so nicht und ein Amtsarzt, die schafft es nicht schlichtweg. Ja? Also ich glaube, die Schiene muss immer tatsächlich sein, über das Schulamt, über Briefe, über Demos. Also jetzt einzeln auf diese Schulleitungen loszugehen und zu sagen, mein Kind nicht und mein Kind muss einen Amtsarzt sehen, ich glaube, das wäre der Wahnsinn tatsächlich. Ja? Weil die bemühen sich ja jetzt mit diesem Präsenzunterricht und die sind gestresst genug. Also das war jetzt, glaube ich, auch nicht so gemeint, dass man sehr Luft aufbauen, sondern... Das meinte ich auch wirklich freundlich. Luft zu aufnehmen, dadurch, dass man selber mit dem Lehrer spricht, dann hat man schon ein bisschen Gefühl, wie ist der drauf, ist der streng oder wer mahnt der die Kinder, wenn ich mal durchschnauben soll, ich gehe in die Richtung. Ich glaube, das geht, aber wenn jetzt pro Lehrer 8 Eltern sagen, was kann man machen? Der darf gar nicht selber entscheiden. Ja? Also ich glaube, es macht Sinn, das Ganze zu tun und zur Schulleitung zu gehen. Wenn die Kinder lüften zum Beispiel, alle 20 Minuten, ein Lehrer, also unser Lehrer, wenn sie ziemlich sicher machen, mit denen sie dann draußen oder nutzt. Ich glaube, da gibt es viele Lehrer, die da eh schon kreativ sind. Ja? Manche Kinder machen das ja nicht. Ja, das ist schon sehr subjektiv, muss man schon sagen. Man kann es nicht mehr. Und dann einfach mit so einem Katalog hin, ja? Als wenn jetzt so viele Eltern einschalten. Das ist auch nochmal eine ganz wichtige Sache. Ich habe beim Dr. Biersack auch schon angedeutet, gerade die Lehrer, die Schulleiter, auch der Dr. Biersack, die stehen jetzt natürlich zwischen den Stühlen. Jetzt kommt von unten Druck, von oben kommt Druck. Das ist keine schöne Situation und vielleicht müssten wir uns da auch überlegen, wie wir uns da besser, geballter organisieren. Keine Ahnung, für mich ist das auch Neuland. Ja, das ist schon richtig, aber letztendlich, was ist, wenn eins unserer Kinder umfällt oder
irreversiblen Schaden halt. So, dann ist da keiner, dann sagen die, es tut uns leid, ja. Wir sind nicht verantwortlich. Ja, nicht verantwortlich. Und nach 6 Wochen sagen die dann wieder, schaut, dann sagt, ey, funktioniert 6 Wochen, machen wir weiter. Dann ist der Schaden da an dem Kind. So, und keiner ist dafür verantwortlich. Es gibt nicht mehr reparabel. Ja, genau. Ist das Kind für ganzes Leben geschädigt, ja. Und für was denn? Ja, finde ich. Nur weil die Lehrer müssen oder die Regierung das nicht mehr. Jetzt auch noch irgendwelche Befindlichkeiten da zu reagieren, dass ich keinem auf die Füße trete, finde ich ähnlich. Es sind ja in Freilassing sind zum Beispiel 5 oder 6 Vierklässler-Klassen. Ja. Ja, und in jeder Klasse sind 2, 3 Familien, die wo dagegen sind, gegen eine Maske. Dann sollen sie einen Lehrer und die 2, 3 Kinder in einer Klasse zusammensetzen und fertig aus. Was soll das? Und das Ganze lüften, dann kaufe ich Luftreinigungsgeräte. So ein Gerät habe ich in meinem Leitstand, in meiner Firma. Da brauche ich nicht, was in der 20 Minuten jede Stunde lüften, dass die frieren. Es gibt Möglichkeiten, aber die schauen sich das nicht an. Die tun halt so fertig, so damm, aber keiner überlegt Lösungen. Ja. Aber diese Maske tragen macht sie wohl aus. Da haben sie Lungen, dann haben sie Grippe, dann müssen sie zu Hause trotzdem bleiben. Der steigt das so enorm im Blut. Das ist ja Wahnsinn. Da ist der Gehirnschaden hoch. Ja. 2, 3. Es ist auf jeden Fall so, wenn für die Kinder Gefahr für Leib und Leben droht, dann seid ihr als Erziehungsberechtigte, als Eltern jederzeit dazu verpflichtet oder dazu berechtigt, eure Kinder zu Hause zu lassen, wenn Gefahr für Leib und Leben droht. Und wenn ihr merkt, euren Kindern tut das nicht gut, dann habt ihr die Verantwortung. Und dann lasst die Kinder zu Hause. Selbst wenn da irgendwann was kommt oder eine Strafe kommt, dann legt Widerspruch ein. Das werden sie nicht in großer Menge ankommen lassen vor Gericht, dass das... Weil da gibt es einen großen. Genau, dann gibt es einen Präzedenzfall, wenn die Eltern vor Gericht gehen und wenn das Gericht zugunsten der Eltern entscheidet, dann berufen sich alle Eltern da drauf und dann ist die Geschichte sowieso gegessen. Dann bleiben alle Kinder oder ganz viele zu Hause. Das heißt, habt keine Angst vor irgendwelchen Strafen. Ihr könnt Widerspruch einlegen. Und dieser Widerspruch. Ich bin diese Woche zu Hause, ich habe es jetzt Urlaub. Genau. Dann muss ich wieder im Krankenhaus arbeiten. Aber wenn hart auf hart geht, dann schreibe ich mich krank. Weil sie ist das Klein, sie muss wachsen. Das ist einfach so. Sie ist jetzt kalt, jetzt muss man langsam nach Hause. Ja. Ja, das ist aber so. Ich will nicht, dass mein Kind Schaden davon kriegt. Das Wohl der Kinder geht über alles. Natürlich. Das ist das Wichtigste. Über jedes Gesetz. Auch über die Schulpflicht. Ja, das ist der erste Schritt, das ist mal ein Anfang. Muss man anfangen. Ja. Ich finde das auch gut, ja. Also www.elternstehenauf.de oder klagepaten.de, da findet ihr die ganzen Schreiben zum Ausdrucken oder auch als Generator, als Schreibengenerator. Das heißt, da könnt ihr eure Namen gleich eingeben und Adresse und dann könnt ihr das fertige Schreiben ausdrucken. Ja. Ja. Was ist das für Kinderleben? Wenn ich denke, ich bin in Kasachstan aufgewachsen, wir sind bis 12 in der Nacht draußen gewesen. Keine Masken, keine Schule war streng, muss ich sagen, aber wir haben trotzdem unsere Bewegung, wir dürfen raus, wir dürfen mit Kindern, sie dürfen ja gar nichts mehr, gar nichts. Da gehst du nicht hin, da geht er nicht rein, da bewegt sich, da sollst du leise sein, da darfst du nicht so laut sein. Was ist das für eine Kindheit? Ja. Und jetzt muss die Maske auch noch tragen. Das ist ja furchtbar. So kann sich auch kein Immunsystem entwickeln. Genau, richtig. Darüber klärt uns die Politik ja nicht auf, was wir selber tun können, um gesund zu bleiben. Vitamin D, Sonne, Bewegung, frische Luft, soziale Kontakte, Streicheleinheiten, viel Lachen, genau. Das ist genau das, wird uns weggenommen. Da werden keine Millionen in Kampagnen in... Wir sollen zu Hause bleiben, wir damit sollen nicht rausgehen, wir sollen keinen Kontakt mehr miteinander haben. Dass man gar kein Immunsystem hat und dass man depressiv wird und dass so viele sich einfach umbringen, weil es einfach nicht mehr geht. Nehmen Sie ganze alte Leute in Altenheimen, die drehen durch. Das ist ja so viele Toten mittlerweile, aber Corona ist ja schlimm. Ja. Und alles andere steigt jetzt weg. Lust hat zum Mikroprotest, wir würden immer vor der Schule stehen.
Okay. Ich glaube, wir beenden das jetzt. Magst du zur Facebook-Gruppe noch kurz was sagen, falls wer noch nicht drin ist? Also nichts zu tun, okay. Alessandra, wo ist sie denn? Schon weg, okay. Vielleicht noch ganz kurz was zur Facebook-Gruppe. Wer da noch nicht drin ist, bitte kommt da rein. Wer auf Facebook ist, sagt den anderen Eltern Bescheid. Wir sind mittlerweile über 2850 Menschen, die da drin sind. BGL steht auf Facebook einfach eingeben. Ihr könnt euch einladen lassen, ihr könnt den Antrag stellen, aufgenommen zu werden. Einer der Administratoren fügt euch dann dazu und da erfahrt ihr dann so gut wie alles. Es gibt auch eine Telegram-Gruppe, die heißt auch BGL steht auf. Am besten seid bei beiden Sachen mit dabei, da werden wir uns dann organisieren und absprechen. Zumindest so lange, wie es möglich ist. Ja. Ja. Okay, dann. Ja, vielen Dank. Ja, schön, dass ihr da wart. Auch.